man kann nicht wissen, was man nicht wissen kann, es sei denn, dass man erst erforscht. Und dann, nachdem man ein bisschen Arbeit gemacht hat, wird man herausfinden, ob man etwas wissen kann oder nicht. Es gibt keine einfache Antwort zu dieser Frage. Also ich glaube, was man machen muss in dieser Stelle, ist sich fragen, will ich wissen zum Beispiel, ob es Gott gibt? Na, ich kann nicht von vorne entscheiden, ob ich das wissen kann oder nicht. Ich muss erst mal mich erkunden und all die Dinge machen, die man macht, um herauszufinden, ob es Gott gibt. Mit Gläubigen sprechen, mit Nichtgläubigen sprechen, Argumente für und gegen die Existenz Gottes lesen, Naturwissenschaft angucken, Offenbarung angucken, zum Beispiel die Bibel oder die Koran, und entscheiden, welche Quelle Offenbarung die richtige ist, wenn überhaupt eine Quelle die richtige ist. Und nur dann, nachdem man wirklich ernsthaft gestrebt hat und versucht hatte, eine Antwort herauszufinden, nur dann kann man wissen, ob etwas überhaupt zu wissen ist. Zum Beispiel, ob die Frage, ob es Gott gibt, überhaupt gewusst werden kann. Und nur dann kann man überhaupt wissen, ob es eine Grenze zwischen dem Wissen und der Nicht-Weißbarkeit gibt. Also es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage. Ich glaube, die einzige, was man sagen kann, ist, dass man offen sein muss, dass es etwas gibt, worüber man momentan nicht weiß. Und dass die einzige Weise, in der man über dieses Ding herausfinden kann, ist, nachzufragen und erforschen.